Hallo zusammen, JG Bonsai, neues Video. Ich bin immer noch in Madrid. Es waren sehr harte 8 Wochen, die ich jetzt in Madrid bin. Eigentlich war es nicht so geplant. Eigentlich war es geplant, dass ich nur kurz 2 Wochen komme. Meine Mutter musste operieren und ich kam vor allem, um meinen Vater zu pflegen, der nicht alleine bleiben kann. Und aus diesen 2 Wochen sind es jetzt 8 Wochen geworden. Meine Mutter, die erste Operation hat sich kompliziert. Die zweite auch, die dritte auch und inner 4 Wochen 4 Operationen. Ich habe immer verlängert und wir haben gekämpft bis zum Schluss. Und leider hat es nicht geklappt. Leider hat das Schicksal gewollt, dass meine Mutter ins Paradies kommt. Und zumindest ist sie jetzt befreit von den Schmerzen. Und ich bin auch sehr enttäuscht, was ich hier erlebt habe, weil ich bin überzeugt, ganz ehrlich überzeugt, in der Schweiz wäre meine Mutter jetzt noch am Leben. Aber hier ist ein anderes Land, andere Sitten, kann man nicht ändern. Und mache dieses Video, weil es doch schon länger her ist, als ich das letzte gemacht habe, wollte euch vor allem die Geschichte erzählen, informieren, wie es mir geht und warum, dass ich mich lange nicht mehr gemeldet habe. Und ja, ich hatte Glück, dass ich jetzt meine 3 Monate Sabbatical, wo geplant waren im April. Eigentlich wäre ich jetzt nächste Woche, Anfang April, wäre ich eigentlich 3 Monate nach Japan gegangen, meine Schule fertig machen, meine Bonsai-Schule fertig machen bei meinen 2 Meister. Ich wäre 2 Monate bei Taiga Urishibata gewesen und 1 Monat bei Kunio Kobayashi. Ich musste das natürlich jetzt alles canceln, nach vorne ziehe mein Sabbatical und mein Sabbatical jetzt habe ich für diese Situation, für diese Familiensituation genutzt. Ich bleibe noch weiterhin in Madrid, weil nach dem Abschied meiner Mutter musste ich sofort eine Lösung finden für meinen Vater. Der kann nicht alleine zu Hause bleiben. Also musste ich jetzt ein Altersheim suchen. Ich muss das Haus verkaufen. Ich muss verschiedene Sachen machen. Ich muss meinen Vater so platzieren, dass ich wieder zurück in die Schweiz kann und mit einem guten Gewissen, damit ich weiß, mein Vater ist in guten Händen. Dieses Sabbatical war halt Schicksal. Ich habe mit Taiga und mit Kunio schon telefoniert und ich kann das nächstes Jahr nachholen und werde nächstes Jahr zu ihnen gehen, meine Schulung abschließen dort. Ich mache jetzt dieses Video vor allem, um euch allen zu informieren, was geschieht und vor allem auch um Danke zu sagen allen möglichen, die mich geschrieben haben über WhatsApp, über Messenger, über YouTube. Das waren wirklich sehr liebevolle Wörter, die haben mich gestärkt, die haben mich Mut gegeben, um das hier durchzuziehen, die haben mir ganz viel Kraft geschickt und diese Kraft brauchte ich wirklich in dieser schweren Situation und auf diesem Weg möchte ich allen wirklich danke vielmals. Es war sehr berührend und es hat mir doch viel Kraft gegeben. Wie geht es jetzt weiter? Ich werde am 15. April wieder zurück in die Schweiz gehen, endlich wieder zu meiner Familie. Jetzt ist es über 8 Wochen her, wo ich meine Kinder nicht mehr gesehen habe, wo ich meine Frau nicht mehr gesehen habe. Und ich freue mich extrem, am 15.04. wieder in die Schweiz zu gehen, zu meiner Family und wieder versuchen, in einen Alltag zu kommen. Logischerweise werde ich ab dem 15. April wieder Videos machen und den Kanal wieder lebendiger gestalten, als was in den letzten 2 Monaten war. Und ich habe viel Arbeit zu machen. Meine Frau hat so gut wie es geht die Bonsai gepflegt, respektive Wasser gegeben, alle meinen Bonsais. Aber die haben natürlich diese Zeit schon gelitten. Ich muss viele Umtopfungen machen, ich muss zurückschneiden, mal schauen, wie es ihnen geht. Und auf diesem Weg ein Dankeschön an meine Frau, die doch alles Mögliche gemacht hat. Und ab dort werden wir dann wieder online sein und wieder mehr zusammen sein. Nochmal danke vielmals an alle, danke für den Support. Jetzt lasse ich euch mit einem kleinen Video aus dem Botanischen Garten hier, aus dem Königlichen Botanischen Garten von Madrid mit verschiedenen Bildern und ich hoffe, es gefällt euch und wir sehen uns bald ab dem 15. April wieder in der Schweiz. Danke an alle, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Ciao zusammen. Thank you.
Thank you.